Es ist nochmal spannend geworden vor dem Wochenende. Es gab viele, viele Ereignisse, viele, viele Themen diese Woche. Wir haben natürlich USA in Verbindung mit der Türkei und der Syrien-Frage. Wir haben natürlich die Brexit-Diskussion, die so greifbar scheint wie schon lange nicht mehr, auch wenn man nicht wirklich was erreicht hat. Aus meiner Sicht, solange dann keine Abstimmung auch wirklich durchgewunken wurde, ist das doch alles nur ein Pyrrhus-Sieg. Trotz alledem wollen wir mal gucken, was der Markt gekonnt hat. Den DAX nur noch so ein bisschen nachrichtlich, denn der ist ja schon in den letzten Zügen, zumindest für diese Woche, passiert da wohl nicht mehr viel. Hier eigentlich so ein bisschen im Pausemodus, was nicht wirklich schlecht ist. Also, dass wir hier so eine Bewegung haben, wie das, was wir in den letzten Stunden hier gesehen haben, ist nicht wirklich Drama. Im Gegenteil, es zeugt eigentlich davon, dass wir hier in so einer Gegenbewegung, in der Korrektiven sind, wo man dann nachher hier die 4 verortet. Das können wir uns dann nochmal überraschen lassen. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob das Ganze hier eine ganz normale Korrektur ist. Noch schöner sieht das Ganze aus, wenn wir uns den Dow Jones angucken. Denn der als Index gesehen hier im Stundenchart oder auch im 15-Minuten-Chart, der läuft ja nun nicht wirklich nach oben. Aber er läuft nun mal nach unten. So knapp es auch immer aussehen mag, es ist eine Abwärtsbewegung. Und diese Abwärtsbewegung ist bislang völlig ohne Dynamik. Das heißt, bis jetzt an der 27.000er Marke, wir sind jetzt wieder knapp unterhalb, 50 Punkte drunter, haben die Marktteilnehmer noch nicht wirklich Druck gesehen. Sonst würden sie anders reagieren, hätten sie eine schnellere Bewegung mal hingelegt. Nein, es ist im Moment Schiebewurst. Das deutet darauf hin, dass man nicht wirklich verkaufen will. Das kann sich bis Tagesende heute noch mal ändern. Denn das Wochenende steht bevor und die Frage, will ich meine Position übers Wochenende wirklich halten? Möchte ich das Risiko eines Eröffnungsgaps wirklich mitnehmen? Wir denken dran, wir haben diese politischen Entscheidungen. Wer weiß, was am Wochenende da nochmal an Nachrichten getweetet oder sonst irgendwie über irgendwelche Kanäle geht. Und wir haben ja immer noch so ein bisschen die Situation der Unternehmensdaten, die aktuell veröffentlicht werden. Das heißt, eigentlich eher eine unsichere Situation. Dass die Marktteilnehmer jetzt davon aber nicht wirklich Abstand nehmen, also vom Markt und die Position schließen, sehe ich als durchaus ein positives Zeichen. Also insofern verbindet sich hier die Charttechnik mit der fundamentalen Aussage und es deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer zumindest mal keine echte Sorge haben. Ob sich das bis zum Tagesende hält, werden wir sehen. Wäre dann aber eine Indikation. Also sprich, wenn heute Abend 8 Uhr, 9 Uhr die Abverkäufe doch noch anfangen, dann ist das Hasenfußmarkt sehr verständlich. So würden wir das in so einem Fall auch machen, es sei denn, es geht um etwas längerfristige Engagements, wo man sagt, das soll ruhig auch mal ein paar Tage länger laufen. Aber ansonsten ist das immer so ein Wabonspiel, das übers Wochenende zu halten. Gucken wir mal, bevor wir uns noch gleich Gold und den Euro angucken, mal kurz auf die Termine von heute. Da gab es ja spannende Nachrichten aus China. Offensichtlich sind die nicht so schlecht aufgefasst worden, obwohl sie schlechter waren, was das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, angeht. Allerdings die Industrieproduktion, die ist sogar deutlich über den Erwartungen gewesen und weiter gestiegen. Also insofern ist das eher eine positive Nachricht gewesen. Ist aber schon olle Kamelle, nur damit wir das heutige Marktumfeld vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Was auf jeden Fall heute im Laufe des Abends nochmal spannend ist, das ist das, was wir aus London hören, in dem Fall hier von der Bank of England. Da kann es eben gerade auch in der Brexit-Situation nochmal dazu kommen, dass da der ein oder andere Input oder die ein oder andere Idee laut geäußert wird, die vielleicht nachher den Markt nochmal bewegen kann. Also nicht ganz ohne Interesse das Ganze, was da heute Abend passiert. 7:45 Uhr, wie gesagt, europäische Zeit, das Ganze oder mitteleuropäische deutsche Zeit jetzt hier zu erwarten. So, ich hatte es eben angedeutet, nochmal einmal Gold angucken als Gegenseite und da bin ich ja längerfristig immer noch auf der Überlegung, das hier als einen Trigger anzusehen für die Aufwärtsseite. Noch traut sich der Markt nicht, noch ist er tatsächlich hier im Tageschart immer noch in dieser Abwärtsbewegung. Okay. Aber wir sehen also auch hier in dem Intraday-Charts, 4 Stunden beispielsweise, es ist noch ein Hin- und Hergeschiebe. Der Markt hat sich hier noch nicht festgelegt. Es ist also das Pendant sozusagen für die Aktienmärkte. Man ist sich noch nicht drüber im Klaren. Interessant ist allerdings, dass eigentlich beide Märkte so im Wesentlichen aus der Aufwärtsbewegung kommen. Und jetzt wird die Frage sein, wer kippt nach unten weg? Ist es der Aktienmarkt oder ist es der Goldpreis? Denn dass beide zeitgleich steigen, ist zumindest mal nicht super typisch. Es kann auch passieren, in gewissen Phasen gibt es da, dass die parallel eben laufen.
Aber es ist eigentlich jetzt nicht das Modell, was man so vorrangig vor Augen hat. Was ich sehr spannend finde, und wir hatten das als Trade des Tages, das ist immer noch gültig, das ist immer noch durchaus relevant, ist das, was der Euro gegen US-Dollar machte. Denn der hat auch das letzte Zwischenhoch hier gerissen, das nochmal so als kleine Erinnerung. Und damit mal ein ganz neues Fass aufgemacht, was schon ganz lange nicht mehr der Fall war. Und auch vom Ausmaß her, wenn man sich das mal anguckt, wie die früheren Gegenbewegungen hier waren, machen wir es gerade richtig rum, dann ist es noch besser. Also so eine Gegenbewegung, da sind wir schon längst drüber hinaus. Ja, also der Kurs hat das hier schon längst überschritten. Auch hier die Gegenbewegungen, die hier in der Abwärtsbewegung sind. Überall hat der Markt gesagt, na, das verlassen wir erstmal. Also die dicke Linie ist hierfür hauptsächlich relevant. Das nächste ist eigentlich das, was wir hier aus dem Frühjahr hatten, im Mai beispielsweise. Da haben wir noch ein bisschen Platz bis hin und wir sehen den Unterschied. Der hier ist sehr überlappend da hochgelaufen. Das sah schon korrektiv aus, während der fast diese Marke erreicht hat, also dieses gleiche Ausmaß, das gleiche Ausmaß allerdings in einem Guss. Und das lässt eigentlich erwarten, dass wir möglicherweise jetzt doch auf dem richtigen Weg sind, hier die 1,16, wir hatten das ja schon angesprochen, oder sogar die 1,18 hier zu erreichen. Es ist also spannend, auch beim Euro gegen den US-Dollar Fässer aufgemacht, die schon ganz lange nicht mehr offen waren. So, in dem Sinne hoffe ich, dass Sie vielleicht am Wochenende ein kleines Fass aufmachen, damit Sie ein bisschen feiern können. Nächste Woche geht es natürlich weiter, deshalb nicht ganz so viel an die Fässer denken, sondern freuen wir uns auf den Markt ein bisschen heute noch, ansonsten nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.